Hallo, wir Hallo möchten und Sie ganz hier herzlich herzlich willkommen, begrüßen liebe zum Teilnehmer, Teilnehmerinnen Telecast. dieses Eröffnungspodiums und Welcome ganz herzlich to willkommen the zu dieser digitalen Electronic Gesprächsrunde. Wir werden versuchen, Teleconference das Ganze so interessant wie Transcription möglich zu and Interesting Past gestalten, so Possible Future spannend wie Digital möglich im Tools. digitalen If Raum. you could Und es then ist come natürlich to eine the große virtual Schande, dass chair, wir hier nicht gemeinsam for in those Berlin of you sein who können. have Aber für just diejenigen, die joined sich us, gerade I would like eingeschaltet to haben, introduce möchte ich mich myself zuerst once einmal again. My name is vorstellen. Prasanna Prasanna Uman Uman ist and mein I am Name. the Ich werde die Systems Engineer Moderatorin here für at das Dell. Eröffnungsgespräch sein und ich And werde for Sie those of you ebenfalls who take the begleiten next durch few die days nächsten 3 Tage des architecture Latitude lecture Festivals, north das by vom Goethe-Institut Goethe-Institut verfügen. ausgerichtet wird. I'm a German Ich sitze in Filmmaker and I've Deutschland been als concerned for a Moderatorin und ich long befasse time mich seit geraumer intensely of the Zeit question mit den post-colonial settings postkolonialen in German Settings cultural und den institutions Überlegungen in den and deutschen also with the question Institutionen of und how auch mit der Frage, wie die perspectives and Perspektiven und competencies Kompetenzen of our unserer post-migrant postmigrantischen society in Gesellschaft in are Deutschland taken berücksichtigt into werden account in in these diesen institutions. Institutionen. Now, So, I'm very jetzt ist es pleased mir eine that the große Goethe-Institut Ehre, has hier invited two das brilliant Goethe-Institute, personalities for drei this opening panel Hochkaräter eingeladen hat für together. dieses We will Eröffnungspodium try to und set wir the werden topics gemeinsam of the versuchen, die festival Bühne zu bereiten and für das also Festival und auch einige transfer the experiences Erfahrungen und and views of Ansichten our guests einfließen zu and lassen kind unserer of Gäste. prepare Das for the next bietet den 3 days. Rahmen sozusagen für Let die me nächsten now 3 Tage. Und jetzt möchte ich introduce die drei three of kurz them vorstellen. to you Das who are lohnt sich so wirklich. Die impressive. sind wahnsininnig beeindruckend. First of all, Zuerst I would einmal like to welcome Nangira Nangira Sambuli. Sambuli. Sie She ist is a Forscherin, research Politologin und correspondent and Digitalstrategin advocacy im specialist for Bereich Informations Informations- and und Communications Technology. She Technik. rises to work in Sie economic berät das forums and Weltwirtschaftsforum has und sie served hat as ebenfalls als manager at Managerin the bei World der Wide World Wide Web Foundation Foundation and has gearbeitet sowie constantly für die Vereinten intervened on Nationen im digital Bereich der cooperation digitalen between Kooperation women and und empowerment. dem wirtschaftlichen Born Empowerment and von raised in Frauen. Sie wurde in Kenya, Kenia Nangira geboren, was named aufgewachsen one of und Africa's Nangira top 100 wurde women als eine der in the 100 country and is one of the einflussreichsten most Frauen influential Afrikas im 100 Jahr Africans in each of the 2016 regions. gewählt. Ich finde das wahnsinnig And beeindruckend she und is vor allen Dingen 105-time 2019 als influential eine der World 100 Woman in inspirierendsten und 2019. einflussreichsten Frauen der Above BBC. all, Vor allen yes, Dingen she's a ist sie strong eine voice for starke digital Stimme, wenn es um die technology and Auswirkungen der society Technologie auf die on Gesellschaft geht digital und digitale equality, always Gerechtigkeit. Sie taking into berücksichtigt account hierbei immer questions Fragen of des gender and Genders und der identity. Identität. On Auf her ihrer website, Webseite she beschreibt describes herself sie as sich selbst als person jemand, der at an the der Schnittstelle intersection of sitzt tech, zwischen Technologie, government, media and culture. Regierungen, Medien und This Kultur. Das ist ein sehr vielschichtiger Ansatz, der sicherlich den Horizont erweitern wird in unseren Diskussionen und zu sehr konkreten und praktischen Fragen führen wird. Nangira, nochmal danke, dass du heute bei uns bist. My next Nächster guest is Gast. the inspiring Nikita Nikita Dhawan, Dhawan, große who teaches Inspiration. Sie ist currently at the University of Politikwissenschaftlerin. Sie Mumbai, hat in Mumbai teaching in studiert. Sie hat Bochum, ihren Doktor in Germany, Bochum in Deutschland gemacht. Poland, Sie hat in Costa Costa Rica, Rica, Australien, Australia, India, USA, Spanien, Philippines, Südkorea, South Österreich Africa and und China. Südafrika unterrichtet. Now Jetzt she is ist a sie professor of Professorin modern für times at the University Politikwissenschaftlerin und of Gender Vienna Studies at the hier in University of Deutschland an Gießen. der Universität von Gießen. Nikita Dhawan, Nikita Dhawan one of ist the eine der critical voices Hauptstimmen, in wenn the es um den postcolonial discourse postkolonialen in Germany. Diskurs in Deutschland geht. Concentrates Ihre Arbeit around konzentriert sich auf transnational approaches transnationale to Ansätze, wenn justify, es um to justice and Gerechtigkeit und democracy. Demokratie geht. If you Wenn want man to, sie you would googeln möchte, actually und das all gilt of für us alle in unsere Germany Gäste have heute, the dann finden benefit sie of being wahnsinnig virtual spannende challenges. und But it is provokative difficult to Interviews concentrate und on which Reden technologies zu den on which Themen des other Festivals panels. Latitude auf YouTube und anderen Nikita Kanälen. Dhawan Nikita taught Dhawan colonial queer konzentriert sich theory auf at the time postkoloniale und of her Queertheorie, doctorate. um She is a writer, etablierte professor, The and Konzepte advocate zu of hinterfragen, feminism and femina politica. feminist Hier ist sie science. Beraterin And she is the und sie hat auch den Käthe Award Leichter in Preis im Jahr 2017 2015 erhalten für and is herausragende achievement in Errungenschaften support of bei gender der studies Unterstützung von and Gender the women's Studies und der movement. Frauenbewegung. As we Sie will speak wird about über identity Identität through sprechen, über die Rolle culture der of Kultur photography und für die and Demokratie global und weltweite inequalities. Dhawan Ungleichheiten. is a Dhawan translator. She garantiert opens up hierbei immer, dass alternative alternative Sichtweisen perspectives and einfließen asks und auch challenging provokative Fragen questions, gestellt werden, which I auf die very much ich looking mich forward to. persönlich I'm ganz glad you could besonders facilitate freue. this Und performance ganz today. toll, dass du hier Welcome. bei uns sein kannst, Nikita. And Last but not last but not least, vor least, allen Dingen I would möchte like ich to jetzt
jetzt einen weiteren wichtigen Gast für unsere heutige Unterhaltung vorstellen. Französisch und rumänische Sprache unterrichtet er. Vor allen Dingen ist er ein brillanter Philosoph. Süleyman Baria Diagne schafft ein Verständnis dafür, wie sich die Philosophie auf unsere Überzeugungen und Maßnahmen auswirkt, und für die Entkolonialisierung von philosophischen Konzepten setzt er sich ein. Er wurde im Senegal geboren und wurde an der Sorbonne ausgebildet. In Frankreich hat in Senegal Philosophie unterrichtet und jetzt ist er Abteilungsleiter an der Columbia University in New York. Diese transnationale Karriere spiegelt sich ebenfalls in seiner Arbeit wider. Süleyman Bahir Diagne hat über den pakistanischen Dichter und Philosophen geschrieben, Mohamed Iqbal, den senegalesischen Kulturtheoretiker und Präsidenten Leopold Sédar Senghor, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, den englischen Logiker Georges Boulle und den französischen Philosophen Henri-Louis Bergson. Süleyman wird sicherlich wichtige Impulse liefern können zum Postkolonialismus, transkulturelle Vernetzungen und vor allen Dingen auch die Restitution von Kulturgütern. Nochmal ganz herzlich willkommen an alle drei Podiumsteilnehmern. Jetzt fangen wir an mit der Diskussion, denn jetzt haben Sie das Wort. Der Fokus des Festivals liegt auf der Frage, inwiefern wirken sich koloniale Strukturen nach wie vor noch auf westliche Strukturen aus und inwiefern kann man das heute überwinden? Eines der Hauptthemen ist die Relevanz von Kunst für unsere Gesellschaft und das noch nicht aufgearbeitete postkoloniale Setting. Das wäre ganz toll, wenn Sie uns Ihre Blickweisen darbieten könnten. Vielleicht können wir daran anknüpfen und können wir das weiter ausarbeiten im Rahmen des Festivals, sowohl von grober Ebene bis zu dem feinsten Detail. Süleyman, erste Frage. Inwiefern ist es so, dass die Kunstinstitutionen und die Kulturpolitik nach wie vor noch beeinflusst wird von Rassismus und einem mangelnden kollektiven Gedächtnis? Süleyman, kannst du vielleicht die Auswirkungen der Kolonialisierung bis zum heutigen Tage beschreiben mit einem spezifischen Fokus auf die Kunstwelt? Das ist ja immer sehr wichtig für uns. Ja, möchte ich folgendermaßen betrachten. Die Beziehung zwischen dem Kolonialismus und der Kunstwelt ist natürlich sehr vielschichtig. Ich nehme zuerst einmal eine historische Perspektive ein. Schauen wir uns doch mal an, wie die afrikanische Kunst vereinnahmt wurde, übernommen wurde während des Kolonialismus. Der Kolonialismus, das wissen wir ja alle, bedeutete auch Plünderungen. Das ist das, was man hier beim Namen nennen muss. Dass man afrikanische Art Kunst ganz einfach in die europäischen ethnografischen Museen gebracht hat. Und da wurden sie dann als ethnografische Kuriosenkabinettstückchen aufbewahrt. Davor war es so, dass die klassische afrikanische Kunst anders gesehen wurde. Also vor allen Dingen von Dichtern, Künstlern und Schriftstellern in Europa, in erster Linie in Europa. Aber dann veränderte sich etwas. Dann kam es dazu, dass die Macht der Botschaft verändert wurde, dadurch, dass sie in einer bestimmten visuellen Sprache verortet wurde. Die Beziehung zwischen der afrikanischen Kunst und dem Kolonialismus war von Anfang an engst verzahnt. Zuerst einmal durch die Plünderung der afrikanischen Kunst. Man hat sie aus dem afrikanischen Kontext genommen, hat sie in die europäischen Museen gebracht. Und dann kam es zu einer Bedeutungsverschiebung. Es kam zu einer neuen Übersetzung der afrikanischen Kunst in eine moderne künstlerische Sprache. Und man hat es als primitiv betrachtet. Die Künstler und die Dichter, die die afrikanische Kunst betrachteten, wollten etwas herausfinden über die Kindheitsschuhe der Menschheit, die primitive, hübsche Art und Weise, etwas darzustellen, etwas zu malen. Also bis zum heutigen Tage ist es so, dass die afrikanische Kunst
entkolonialisiert werden muss. Sie muss das eigene Narrativ über sich selbst generieren. Diese Objekte waren immer Objekt von zwei unterschiedlichen Diskursen. Der erste Diskurs, das war das ethnografische Kuriositätenkabinett. Und das zweite Diskurs war, oh, hier ist vielleicht eine künstlerische Sprache, die auch für uns interessant werden könnte. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass das entkolonialisiert wird, der Diskurs, sodass die Objekte für sich selbst sprechen können. Wir sind jetzt an einem Zeitpunkt angelangt, wo sie das eigene Narrativ entwickeln müssen. Und deswegen möchte ich das in einem Wort zusammenfassen. Entzentralisierung. Das Zentrum der Kunst ist nach wie vor noch Europa. Und jetzt ist es so, dass Entkolonialisierung Dezentralisierung bedeutet und dass das Ganze, dass die Kunstobjekte wieder in sich selbst zentralisiert werden. Perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Nanjira und Nikita, Sie haben beide genickt. Und es geht darum, dass man auf Augenhöhe verhandelt, auf derselben Ebene, wenn es um verschiedene Kriterien geht. Wie sollte die Kunst denn jetzt die weltweite Ungerechtigkeit, Nanjira, widerspiegeln, Produktionsbedingungen und Kriterien für werthaltige Kunst? Letztendlich geht es ja immer um Werte, nicht wahr? Es geht darum, um Marktzugang, wer entscheidet was, darum geht es ja. Ja, ich möchte argumentieren, dass man der Rolle der Kunst keine solchen Auflagen auferlegen könnte. Wir müssen umdenken im Zusammenhang mit der Kunst und dass es hierbei um Kunst und Aktivismus geht. Also Kunst kann natürlich globale Ungerechtigkeit widerspiegeln und deswegen sollte sie auch Perspektiven aufzeichnen, was eine gerechte Gesellschaft sein könnte, wie es aussehen könnte und welche Zukunft man generieren könnte, die inklusiv ist. Es geht hier um die Schnittstellen der digitalen Technologien und die werden beleuchtet werden von weiteren Podien, die sich mit dem Internet befassen. Und da kommen ganz konkrete Perspektiven mit rein, welche Maßnahmen Künstler ergreifen, um die Rolle der Kunst neu zu definieren. Und wer entscheidet, wer was wann gezeigt wird. Und diese Frage zeigt, dass wir die Strukturen und die Institutionen aufarbeiten müssen, die die Gesellschaften heute prägen. Warum gibt es diese Institutionen und Strukturen, die uns zu diesen Fragen führen. Und diese Fragen sind genau die Fragen, mit denen ich mich befassen möchte. Was sind die Annahmen, auf denen wir arbeiten? Wo kommen sie her? Wie kommt es dazu, dass bestimmte Künstler entscheiden, was wann gezeigt wird und warum? Wer bestimmt Werthaltigkeit und Sichtbarkeit, Visibilität etc. und so weiter? Ich denke, das sind wichtige Fragen. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo diese Fragen gestellt werden müssen. Ja, ich bin ganz dankbar, dass du die Frage der Repräsentation aufgeworfen hast. Und das bringt mich zu Nikita. Nikita, ich habe eine deiner wunderschönen Performances 2018 gesehen am UDK. Was war da? Und Gayatri Chakravarti, also Angela Davis, Gayatri Chakravarti, und war in deinem Podium und ich habe das mit großem Vergnügen gesehen. Die Frage der Repräsentation wurde ebenfalls angeschnitten. Wer redet auf dem Podium über diese Themen? Nikita, vielleicht kannst du uns das erklären, warum sind auf diesen Podien nach wie vor in erster Linie westliche oder weiße Protagonisten. Wir hören oft die Antwort, wir finden keine qualifizierten Alternativen, wir finden jemand anderen. Also ich meine, das ist eine Antwort, die man immer wieder hört. Was ist der Grund dafür? Gibt es nicht genug Leute oder gibt es nicht genug Bereitschaft? Okay, rhetorische Frage. Also ich weiß, das kannst du jetzt nicht beantworten. Also wir haben nicht genug kompetente Leute, aber vielleicht kannst du das ein bisschen erörtern. Vielen Dank, Prasanna, für diese tolle Einführung und für die Frage. Ich möchte auch die Gelegenheit danken, den Organisatoren zu danken.
dass Sie dieses wahnsinnig spannende Festival zusammengestellt haben. Und wir freuen uns auf die nächsten 3 Tage. Es sind sehr schwierige Bedingungen, aber die haben tolle Arbeit geleistet, uns alle zusammengebracht, eine Plattform geboten. Nochmal herzlichen Dank. Und das ist ganz toll, hier auf diesem Podium zusammen zu sein mit Suleiman und Anjera. Und ich kann nur betonen, was Sie gesagt haben und kann versuchen, sehr wichtige, schwierige Fragen aufzugreifen und 3 Thesen zuerst einmal. Zuerst einmal, Suleiman hat bereits gesagt, dass Kolonialismus, da geht es also auch um systemische Gewalt. Also es geht um die Kolonialisierung des Geistes und das trifft auf beiden Seiten des Grabens zu, des kolonialen Grabens. Es geht jetzt nicht nur, also das ist natürlich wichtig, also es geht nicht nur um Unabhängigkeit und ich meine, das ist natürlich was wichtig ist und was in Europa und Kenia heute gefeiert wird, aber es geht auch darum, dass postimperialistische zukünftige geschaffen wurden und Repräsentation ist ganz wichtig hier in diesem Zusammenhang. Wer spricht für wen, welches Vokabular wird genutzt? Und da ist ganz wichtig, dass auch das Vokabular berücksichtigt wird und der Diskurs pluralisiert wird. Gleichzeitig müssen wir vorsichtig sein, denn das Vokabular ist nicht automatisch eine Subversion, denn das Vokabular konsolidiert auch die eigenen Machtverhältnisse. Ja, wir müssen pluralisieren, diversifizieren und müssen diese Orte heterogen gestalten. Aber andererseits ist Kritik ohne Selbstkritik nicht valide. Deswegen müssen wir, wenn wir Eurozentrismus kritisieren, auch Heterozentrismus kritisieren. Also wir müssen auch immer die Annahmen hinterfragen. Ich möchte noch ein 2. Thema aufgreifen. Und das ist im Kern dessen, was wir die nächsten 3 Tage besprechen. Das ist die Frage der Kunst und der Kunstinstitute. Das ist eine grundlegende Frage. Und hier haben wir eine historische Perspektive, die von Suleiman angesprochen wurde und auch Nanjira angesprochen wurde. Das ist ganz wichtig. Die historische Rolle der Kunst in kolonialistischen und faschistischen Regimes. Man muss ganz vorsichtig hier vorgehen. Wenn man dem Versprechen der Kunst vertraut, wenn es um die Entkolonialisierung geht. Also ich möchte an Adorno erinnern, ästhetische Theorie eröffnet er mit den Worten, was ist das Existenzrecht der Kunst? Er fragt nach der Daseinsberechtigung von Kunst. Und da stellt er eine sehr kontroverse These auf, es kann keine Dichtung oder keine Poesie nach Auschwitz geben. Und das ist natürlich verbunden mit der Vorstellung der Avantgarde von Künstlern und Triebfedern von Wandel. Also in einem Land wie Bach und Goethe und etc., wie kann es da zu Hitler und Eichmann kommen? Und ich meine, Musik, Kunst, Literatur, Philosophie, ein Land, das das beherbergt, wie kann ein solches Land solche Gräueltaten gegen die Menschheit verüben? Also vor dem Hintergrund, dass Kunst innerhalb von Strukturen von Kapitalismus und Neokolonialismus funktioniert, muss man auch immer hinterfragen, vielleicht perpetuiert es auch bestimmte Strukturen und Ungleichheiten. Jetzt komme ich zum Schluss. Also, es gibt jetzt eine pädagogische Wende in der Kunst. Man feiert die Kunst als Nexus zwischen der Ästhetik und Ethik und Politik. Und deswegen müssen wir Adornos Warnung wieder aufgreifen hinsichtlich der Autonomie der Kunst. Natürlich ist das sehr kontrovers. Also, er hat gesagt, ja, es ist besser gar keine Kunst als sozialistischer Realismus. Es war sehr provokativ, aber er sagt, wir müssen die Frage der Autonomie der Kunst überdenken. Und ich möchte jetzt mit einer meiner Lieblingsmetaphern enden. Kunst und Künstler sind wie Pharmakon, die können sowohl Gift als auch Medizin essen. Und wie können wir versuchen, dafür zu sorgen, dass Kunst zu Medizin und nicht zu Gift wird? Da, das ist natürlich eine schwierige Position. Ich wollte noch eine weitere Frage stellen.
Glaubst du, dass Künstler sich vereinen können in diesem Kampf oder vielleicht Schnittstellen schaffen können mit dem globalen Süden? Also wenn du darüber sprichst, hört sich das an, als könnte sich dieses Problem nicht lösen lassen. Nikita, Frage geht nach wie vor an dich. Okay, ich wollte nur sicher sein, dass ich sie verstanden habe. Okay, da muss man vorsichtig sein. Also ich bin jetzt Philosophin wie Süleyman und ich meine, als Philosophin habe ich eine sehr lange, langwierige Antwort. Ich habe meine Doktorarbeit über Schweigen geschrieben. Ich habe 400 Seiten über Schreiben geschrieben, über Schweigen geschrieben. Also deswegen ist meine Stärke nicht gerade kurze Antwort, aber ich werde versuchen, zu kurz zu fassen. Also das ist eine Frage, mit der ich kämpfe, genauso wie Süleyman und Nanjira. Wir alle kommen aus dem globalen Süden, wir sind umgezogen in den globalen Norden, manchmal pendeln wir wieder zurück in den Süden, wegen der Biografien. Meine Eltern leben nach wie vor noch in Indien, ich bin auch oft noch in Indien. Und die globale Solidarität, diese Frage, das ist eine schwierige Frage. Und Nanjira, was Nanjira und Süleyman bereits gesagt haben, kann ich nur noch mal betonen. Fragen, also ich meine Entkolonialisierung, Transnationalisierung der des öffentlichen Raumes. Wir reden über virtuelle öffentliche Räume. Vor kurzem hatte ich eine Freundin, die hat gefragt, was passiert denn jetzt gerade mit George Floyd? Also die Reaktion, wie reagiert man darauf? Und sie sitzt in Indien und sie ist eigentlich gar nicht mal politisch veranlagt. Aber sogar sie wollte wissen, was da vor sich geht. Und hier sehen wir eine Transnationalisierung des öffentlichen Diskurses. Und das ist natürlich sehr ermutigend. Es geht um sehr wichtige Themen. Und gleichzeitig müssen wir auch verstehen, dass es hier Begrenzungen gibt bei der Transnationalisierung. Es gibt bestimmte Dinge, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt nicht Spielverderberin sein oder Teufelsadvokatin spielen, aber bei transnationaler Solidarität müssen wir vorsichtig sein, denn es gibt auch bestimmte Formen von Gewalt, die weltweit eintreten und wie bestimmte Orte, wie soll ich sagen? Also von bestimmten Orten aus ist es leichter, transnationale Solidarität zu mobilisieren als von anderen Orten. Ja, okay. Danke, Nikita. Ich unterbreche mal kurz. Denn wir wollen ja auch die Frage der ökonomischen Ungleichheit debattieren. Auch der digitalen Ungleichheit. Nanjira. Die ökonomische, die wirtschaftliche Ungleichheit. Wenn wir die Welt als Ganze betrachten, können wir dann sagen, führt ökonomische Ungleichheit zu digitaler Ungleichheit? Und was bedeutet das auch mit Blick auf Gerechtigkeit? Ich meine, schauen wir dieses Festival an. Wir wissen gar nicht, wer teilhaben kann, wer Zugang hat. Genau. Selbst für mich ist es eine Frage. Ich habe Zugang. Ich könnte wahrscheinlich auch nach Berlin kommen. Aber wie sieht es aus für jemanden, der in einer anderen Situation ist? Jemand, der vielleicht gleich nebenan sitzt. Diese Pandemie ist vielleicht auch eine Chance, zu begreifen, was Digitalisierung eigentlich bedeutet. Und Digitalisierung kann kein Selbstzweck sein. Es geht eben nicht nur um Zugang zum Internet, es geht um Zugang zum Markt und zu dem, was wir in der Gesellschaft brauchen. Also Internet, das ist nicht ein Ding an sich. Es geht auch eben nicht nur um den technischen Zugriff, es geht eben auch um die Qualität. Wichtig im Zusammenhang mit der ökonomischen Frage ist, dass aktuell eigentlich alles, was wichtig wird oder ist, messbar sein muss. Und
gerade wenn es um ökonomische Fragen geht, um Produktionsfragen und Ähnliches geht, wie kommen die Dinge an den Markt, wie schnell sind sie da und so weiter und so fort. All das wird gemessen. Und diejenigen, die Zugang haben zu digitalen Medien, können natürlich auch remote arbeiten, die anderen aber nicht. Das heißt, wir haben es hier auch mit Schnittstellen der Ungleichheit zu tun. Wir haben Möglichkeiten, Einkommen zu generieren für die einen und für die anderen eben nicht. Man sollte also nicht glauben, dass digital einfach bedeutet, diese schönen, netten, bunten Dinge irgendwie sehen zu können, sondern es geht um Prozesse in der Gesellschaft. Danke, Nikita Suleiman. Ich habe eine simple Frage. Reden wir immer noch über Sensibilisierung, vor allen Dingen was das Globale angeht? Oder wie kann Philosophie helfen? Vielleicht sollten wir zur Kenntnis nehmen, dass wir unsere eigene kreative Energie auf uns selbst richten müssen. Reden wir doch mal über Kunst, und das ist ja angesprochen worden, und ich stimme dem zu, was hier gesagt wurde. Konkretes Beispiel. Auf dem afrikanischen Kontinent geschah etwas sehr Wichtiges unmittelbar vor Ausbruch der Pandemie, nämlich eine wunderbare Wanderausstellung mit dem wunderbaren Titel »Nenn mir deinen Traum«. Es waren bekannte afrikanische KünstlerInnen, die dieses Projekt realisiert haben von Côte d'Ivoire und anderen Ländern. Und diese Künstler, Künstlerinnen kamen zusammen auf dem afrikanischen Kontinent und schufen etwas in Casablanca. Und Prête-moi ton rêve, was der Titel der Ausstellung ist, leih mir deine Ausstellung, sollte dann von dort aus reisen, von Casablanca nach Dakar, von dort dann nach Abidjan. Und das wurde leider durch die Pandemie unterbrochen. Aber es war tatsächlich eine Initiative aus dem globalen Süden. Ein wunderbares Beispiel für Kooperation. In diesem Fall waren es nur KünstlerInnen aus Afrika. Aber es ist sicherlich denkbar, dass ein solches Projekt auch global realisiert werden kann. Das heißt, KünstlerInnen aus der ganzen Welt zusammenkommen und eine solche Wanderausstellung schaffen zum Thema Migration, zum Thema Visionen oder Träume von morgen. Das war eines der Themen. Ich denke, es gibt keinen Grund, warum es nicht eine Konvergenz geben könnte zwischen dem globalen Süden und dem Rest der Welt. Wichtig ist aber, dass die Initiative vom Kontinent selbst kam, also aus Afrika kam, und dass dieses Projekt auch in Afrika und von Afrika finanziert wurde und dass es reisen sollte in Afrika. Mit anderen Worten, hier geht es nicht nur darum, dass etwas universell wird, weil es den Stempel trägt, den vom Norden gegebenen Stempel. Es ist universell. Es ist universell. Das heißt, wenn wir nach der Sensibilisierung fragen, dann ja, geht es natürlich um die Sensibilisierung des Nordens. Und in der Pandemie gibt es ja all diese apokalyptischen Visionen. Die Leute sagen, was kann alles passieren, wenn das Virus sich durchsetzt, wird es ein absolutes Desaster sein. Was wird folgen? Klopfen wir mal auf Holz und hoffen wir, dass es nicht zu dieser Katastrophe kommt. Aber
Gleichzeitig ist es so, dass in dieser Zeit eine eigene Mobilisierung erforderlich war. Es ist in einem Teil der Länder das Virus bekämpft worden, das Virus, das aus China kam. Auf der anderen Seite versuchte man, mit eigenen Mitteln etwas zu erreichen. Also man sollte nicht hingehen und immer die Schuld bei den anderen suchen, sondern, und das ist meine Aussage, wir sollten uns auf uns selbst konzentrieren. Und das ist dann zugleich eine Möglichkeit, sich zu öffnen gegenüber dem Rest der Welt. Danke, aber ist das nicht genau diese Brücke, von der ich sprach? Es ist ja auch diese moralische Pflicht, zum Beispiel geraubtes Gut, Raubkunst zurückzugeben. Das ist doch genau diese Frage, die diskutiert wird in diesem Zusammenhang. Ja, natürlich. Und ich freue mich, dass du sagst, moralische Frage. Denn natürlich gibt es Spannungen. Die Leute, wenn sie sich diesem Diskurs widmen, betrachten die Institutionen. Und wenn es zum Beispiel um mein Buch geht, da wird der Untertitel ganz oft übersehen. Es geht nicht um den Transport eines Kulturguts von einem Ort an einen anderen und um die Frage, ob er zurückgegeben wird oder nicht physisch, sondern es geht um ein Zurückgehen von einem Ort an einen anderen und es geht vor allen Dingen um die Anerkennung der Tatsache, dass etwas, was jetzt zurückgegeben wird, natürlich an einem neuen Ort eine neue Bedeutung für sich generiert hat. Bei dieser Repatriierung der Kunst oder Kulturgüter an die Orte, aus denen sie einst kamen, kommen sie auch wiederum nicht an Orte, die leer geblieben sind in all diesen Jahren. Auch diese Orte wurden gefüllt. Das heißt, es müssen auch neue Beziehungen aufgebaut werden, neue Bindungen entstehen. Mit anderen Worten, die Restitution dieser Objekte ist auch eine Möglichkeit, neue Beziehungen zu bauen. Beziehungen zwischen diesen Objekten und den unterschiedlichen Bedeutungen, die sie getragen haben im Lauf ihrer langen Reise dorthin und zurück. Und gleichzeitig geht es um die Entwicklung neuer Beziehungen zwischen den Museen im Süden und im Norden. Und das ist die Bedeutung, die wir diesem Prozess und diesem schwierigen Begriff Restitution verleihen sollten. Das heißt, natürlich muss man etwas zurückgeben, was man genommen hat, wenn man ein Objekt einfach rausgerissen hat aus seinem eigentlichen Ort, da, wo es hingehörte, dann muss man es zurückgeben. Ja, da ist natürlich die ethische, die moralische Frage eine ganz relevante. Aber die andere Frage ist eben auch, wie gewährleisten wir, dass diese Objekte mit all der Bedeutung, die sie jetzt tragen, wirklich neue ethische Beziehungen aufbauen können mit ihrem neuen Ambiente. Mandy Sanger, I don't know if you know her from the Cape Town District Museums. I don't know, she's the head of education there. Aus dem Museum aus Kapstadt wurde die Frage der historischen Perspektive aufgeworfen. Die stellvertretende Leiterin thematisierte genau diesen Aspekt. Sie sprach aber auch über die Frage der Gewalt, die hier gesehen werden muss. Nikita, ist es das, was Suleiman beschreibt? Sollten wir die Dinge so sehen, wie er sie beschreibt, mit Blick auf die Restitution? Ja. Suleiman hat das ganz wunderbar geschildert. Ich denke, es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, die Objekte zurückzugeben.
Das ist ein elementarer Bestandteil des Prozesses. Aber es geht ja auch um den kapitalistischen Begriff des Besitzes oder des rechtmäßigen Besitzes, wie es genannt wird. Und das ist natürlich ein politischer Aspekt, der im Zusammenhang mit dem Kolonialismus diskutiert werden muss. Denken wir an den Genozid, an den Herero und den deutschen Kolonialismus. Denken wir an Namibia. Man bleibt sprachlos, wenn man das sieht. Und insofern unterstütze ich natürlich, was Suleiman sagt, mit Blick auf Restitution, mit Blick auf Wiedergutmachung, Reparation. Und natürlich unterstütze ich aber auch die Überlegung, dass neue Beziehungen entstehen. Diese neuen Beziehungen müssen aber tatsächlich die historische Gewalt, die wir erlebt haben, um die wir wissen, berücksichtigen. Nadira, du nickst, du stimmst zu. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, den wir diskutieren müssen, vielleicht auch im Zusammenhang mit Entwicklungshilfe und unserer Möglichkeit, hier zu handeln. Restitution und Wiedergutmachung oder Reparation. Europa oder egal welche Macht der Welt. Stellt sich vielleicht dieser Frage, aber was wir auch sehen müssen, ist die Frage, wie wird Kolonialismus vermittelt? Also wir müssen das auch im Zusammenhang mit Bildung und Ausbildung sehen. Wir können zum Beispiel nach England schauen, wo wir die Kinder und Kindeskinder der Diaspora haben zum Beispiel. Man redet über den Zweiten Weltkrieg, als sei es nur dieses eine Thema oder dieser eine Themenkomplex. Aber es gab ja auch eine Geschichte schon davor. Und heute ist es so, dass die ehemaligen Kolonisatoren in manchen Hauptstädten der Welt als Helden gefeiert werden. Immer noch oder wieder. Das heißt, wir müssen uns auch der pädagogischen Seite widmen. Wir müssen uns auch mit Blick auf die Vermittlung, auf die Vergangenheit konzentrieren. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man Brücken bauen will. Nun, Entwicklungshilfe. Im Zusammenhang mit der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, da konzentriert man sich mit Priorität auf Wissenschaft, auf die Naturwissenschaft und auf die Technik. Und es gibt natürlich massive Unterstützungsbemühungen, was die Bildung in diesen Bereichen angeht, also technische Bildung, wissenschaftliche Bildung. Kunst ist nach wie vor so ein bisschen außen vor und das, obwohl eigentlich die Rolle der Kunst in postkolonialen Gesellschaften eine ganz, ganz wichtige auch ist. Aber es gibt auch hier natürlich Unterstützung aus dem Westen. Seit den 1980er Jahren gab es da durchaus einige Initiativen und es ist ein andauernder Prozess, den wir nach wie vor beobachten. Es ist aber auch wichtig, dass das Ganze weiter passiert. Und wir dürfen nicht einfach hingehen und sagen, hier gibt es diese eine Sache, die sozusagen Katalysatorwirkung hat und davon leitet sich ganz vieles ab, sondern wir müssen schauen, was sind all die Aspekte, die uns in einem bestimmten Moment helfen, diese Beziehung zu bauen. Wenn wir sagen, wir wissen, was zu tun ist, was wären dann 3 bis 5 Aufgaben, die man wirklich unbedingt bewältigen muss?
Also das wäre mein Traum, mehrere Themen. Also wir Deutschen, wir lieben das einfach, diese Listen, die man dann abhaken kann. Also diese, das musst du tun. Leitfaden nennen wir das auf Deutsch. Leitfäden werden gerne immer wieder geschrieben. Auch im Bereich Kunst und Kultur. Also was wären die drei bis fünf Punkte, die man darauf setzt? Vor allen Dingen, wenn es um den deutschen Kontext geht. Weil wir ja auch gerne immer wieder versuchen, den internationalen Diskurs in Deutschland zu führen. Also was muss getan werden mit Blick auf Politik, mit Blick auf Restitution, mit Blick auf all die Punkte, die wir hier angesprochen haben? Ja, das beantworte ich doch direkt. Also mein Mikrofon ist gerade noch offen. Also insbesondere bin ich froh, dass du auf Deutschland abgehoben hast. Und als Beobachterin, als jemand, der Deutschland liebt, etc., da ist es einfach so, also ich meine, das ist eine Erkundigung. Und ich meine, das erkunden wir ja auch im Rahmen des Festivals und dieser Unterhaltung. Also ich meine, wir müssen jetzt einen Leitfaden entwickeln etc. Manche Sachen lassen sich einfach nicht so abhandeln auf so strukturierte Art und Weise. Und das ist vielleicht das Schwierigste bei diesem Ganzen, also bei den unterschiedlichen Sektoren in der deutschen Gesellschaft. Nicht alles lässt sich einpressen in diese technische, also in diese technische Form. Also wir wollen ja die Form sprengen. Wir wollen neue Perspektiven aufwerfen und wir kommen jetzt in einen Bereich, wo wir hinterfragen müssen, warum gibt es diese Silos? Manchmal ist es gut, wenn man sich spezialisiert, aber das ist vielleicht nicht die einzige Art und Weise, wie man die Gesellschaft organisieren kann. Es gibt ontologische Fragen, also so viele andere Perspektiven, multiperspektivisch sollte man vorangehen. Wir haben die mentale Kapazität, wir haben das Wissen. Nicht alle Archive sind immer repräsentativ, aber vielleicht kann man da anfangen. Man kann vielleicht da erstmal anfangen, wo es weh tut. Und ich meine, ich habe halt Schwierigkeiten damit, wenn ich hier was vordenken muss. Und ich meine, wenn wir morgen dorthin gehen, etc., müssen wir nachhaltig sein. Und was ich heute hoffe, ist, dass Leute, also ich meine, auch für sich selbst denken und nicht einfach nur eine Antwort vorgesetzt kriegen wollen. Ja, weil es auch keine einfache Lösung für all diese Altlasten gibt. Nochmal, Nanjira, ganz herzlichen Dank. Das ist jetzt kein Abschlussstatement. Wir haben noch ein bisschen Zeit übrig. Nikita. Du bist noch auf Stumm? Da möchte ich nochmal wiederholen, was Nanjira gesagt hat, aber ich werde es ein bisschen anders formulieren. Also, ich finde, muss man tun? Das ist eine berühmte Frage, die Lenin gestellt hat. Und ich meine, dieses Textbuch, dieses Lehrbuch, also oder was Silliman angesprochen hat, oder im Zusammenhang mit der Reparation. Also, es ist auch ein bisschen tröstlich, wenn man 10-Punkte-Programm hat. Vielleicht, ich meine, wir reden hier mit einem deutschen Publikum. Und vielleicht kennen Sie ja Sie kennen sicherlich Dr. Oetker, berühmtes Unternehmen. Das ist so ein 10-Punkte-Plan von Dr. Oetker, wie man die Welt retten kann. Aber es ist auch faule Politik, wenn man sich einfach an so vorgefertigte Leitfäden hält. Also, und das ist das, was Nanjira gemeint hat, mit dieser Qual für sich selbst zu denken, auch mal den eigenen Kopf einzuschalten. Und welche Erwartungen sind denn mit der Frage verbunden, was getan werden muss? Und die Antwort, welche Antwort erwartet man von demjenigen, der man diese Frage stellt? Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf die Frage Formeln, Leitlinien, Blaupausen etc., Kunstinstitutionen effektiver zu gestalten, die Ästhetik, Politik und der Ethik, die Beziehung neu zu denken. Und wir müssen vor allen Dingen auch unser Verhältnis zu den Werkzeugen des Meisters neu definieren. Also Audre Lorde hat gesagt, man kann nicht das Haus des Meisters mit den Werkzeugen des Meisters einreißen. Also egal, ob man über öffentliche Institutionen, Museen oder Universitäten, wo wir teilweise arbeiten, oder aber auch andere
andere Bereiche, Gleichheit, Verfassungsmäßigkeit, Säkularismus etc. Welche Beziehungen haben wir denn dort mit den Werkzeugen des Meisters und wie können wir das neu kalibrieren? Wie können wir neue Vorstellungen schaffen, unsere Beziehungen zu den Werkzeugen des Meisters, sodass man vielleicht ein bisschen Hoffnung hat oder sodass man es vielleicht schaffen kann, das Haus des Meisters mit den Werkzeugen des Meisters einzureißen? Vielen Dank für die wunderschöne Antwort. Und Dr. Oetker ist sicherlich eine Integrationshilfe. Also meine Eltern sind auch aus Indien gekommen und haben festgestellt, ja, wir wissen ja gar nicht, wie man hier backt. Also deswegen habe ich persönlich mich sehr an die Oetker 10-Punkte-Liste gehalten. Aber was ich gebacken hat, hat nicht so gut geschmeckt. Aber ist auf jeden Fall ein schönes Beispiel. Süleyman, ja, das ist die große Frage. Was ist zu tun? Ja, ich habe auch keine einfache Antwort erwartet. Aber ich möchte es anders fassen. Welche Welt wollen wir denn erleben? Und daran können wir uns ja orientieren bei der Beantwortung der Frage, was ist zu tun? In welcher Welt wollen wir leben? Wofür wollen wir arbeiten? Insbesondere vor dem Hintergrund aller Lektionen, die wir aus dieser Pandemie ziehen. Wir brauchen eine Welt der Solidarität, eine Welt der wahren Partnerschaft. Wir brauchen eine Welt, in der es nicht um eine bipolare Struktur geht, eine neue Form des Kalten Kriegs, vielleicht zwischen den USA auf der einen Seite und auf der anderen Seite China, sagen wir mal so, sondern wir brauchen eine multizentrische Welt. Und ich möchte jetzt mir anmaßen zu sagen, was Deutschland vielleicht mal unternehmen sollte. Ich denke, Deutschland sollte eine stärkere Führungsrolle übernehmen bei der Gestaltung dieser künftigen Welt. Wenn ich mir das geopolitisch anschaue, dann habe ich den Eindruck, dass Deutschland auf geopolitischer Bühne nicht wirklich die Rolle spielt, die Deutschland eigentlich übernehmen sollte, gewissermaßen. Also auch im Zusammenhang mit Frankreich. Nehmen wir mal Kunst als Beispiel. Insbesondere bei Kunst und Institutionen hat Deutschland eine Führungsrolle eingenommen. Durchaus. Naja, der französische Präsident hat eine Vorreiterrolle gespielt und hat dann einen Bericht in Auftrag gegeben und Deutschland wurde jetzt praktisch nicht angestupst, aber irgendwie hat Deutschland doch reagiert auf Frankreich und also jetzt im Zusammenhang mit Restitutionen. Und da war es so, dass die Objekte teilweise schon zurückgegeben worden waren, aber insbesondere der anschließende Diskurs in Deutschland hat eine wirkliche Vorreiterrolle von Deutschland gespiegelt in diesem Zusammenhang. Und das ist eine Parallele, das sollten wir auch auf europäischer geopolitischer Ebene erleben. Wir brauchen, dass das eine Entwicklung, die sich an den Werten, an den menschlichen Werten orientiert. Der Virus hat uns klargemacht, dass für den Virus der gesamte Planet nichts anderes als ein einziges Land ist. Und deswegen sollten wir auch in der Art, wie wir auf den Virus reagieren, wie ein einzelnes Land reagieren, mit der Politik der Humanität antworten. Und das heißt, dass wir das gesamte Konzept neu überdenken müssen, unsere Entwicklung. Wir reden ja immer über Wachstum, Wachstumsraten. Und Afrika wurde sehr lange unter diesem Licht betrachtet, vor der Pandemie. Aber jetzt haben wir natürlich sozioökonomische Probleme in Afrika, die sich abzeichnen. Aber früher hat man immer über Afrika geredet, ja, das ist der aufstrebende Kontinent und das sind diese Länder, die haben diese und jene Wachstumsraten. Aber die Pandemie ist gekommen und da redet keiner mehr von dem Wachstumsraten. Man redet von den Anzahlen der Masken, die man hat, den Anzahl der Beatmungsgeräte. Man redet darüber, ob das Gesundheitswesen den Herausforderungen gewachsen ist, etc. Und das ist etwas, was wir auch wirklich in den Blick nehmen müssen. Diesbezüglich hat Deutschland eine Führungsrolle zu spielen. Und dieser Rolle wird Deutschland nicht gerecht. Deutschland hält sich irgendwie immer zurück.
und übernimmt nicht wirklich Verantwortung auf geopolitischer Ebene und spielt diese Rolle bei der Neugestaltung der Welt um Werte herum, wie wirkliche menschliche Entwicklung einerseits und auch einer umweltfreundlichen Entwicklung, ökologischen Entwicklung andererseits. Ja, das ist eine sehr gute Perspektive. Ja, und ich denke, das wäre ganz interessant. Vielen Dank, also eine Führungsrolle, auch bei der Diversifizierung des Diskurses. Ja, Deutschland macht diesbezüglich sehr viel, aber es gibt unterschiedlichste Stränge, Körbe und das ist wirklich kompliziert, eine komplizierte Diskussion. Aber was ich so gemocht habe an deinen Bemerkungen, Süleyman, war, dass wegen Macrons Initiative sehr viel angestoßen wurde und auch hier sehr viel Resonanz erfolgte. Das war sehr schön, aber auch wegen der politischen Struktur ist das eine wahnsinnig komplizierte Diskussion und wir müssen natürlich auch mit bestimmten, Ängsten oder Zwängen fertig werden, wenn es um die Veränderung von Strukturen in deutschen Institutionen geht. Kann ich ganz kurz ein paar Worte sagen? Ganz kurz. Ist jetzt mehr eine Frage und weniger eine Behauptung. Aber ich würde vielleicht die These aufstellen, dass Deutschland Schwierigkeiten hat, diese Führungsrolle einzunehmen vor dem Hintergrund seiner Geschichte. Also ich meine, das deutsche Wort führen, nicht Leadership, also hat natürlich nach wie vor noch historische Konnotationen und Altlasten. Und deswegen sträubt sich Deutschland vielleicht. Ich denke, das ist eine ambivalente Situation. Einerseits ist ganz gut, dass die Deutschen nicht direkt vorpreschen und Leadership gerieren. Ich benutze jetzt bewusst den englischen Begriff, aber andererseits weiß ich auch, was du meinst, Süleyman. Ich meine, andere Länder, das sind die Fackelträger der liberalen Demokratie und jetzt ist man enttäuscht mit dieser Art von Führungspersönlichkeiten und deswegen ist ein Vakuum entstanden und niemand füllt es. Und es gibt wirklich eine Bringschuld, dass dieses Vakuum gefüllt wird, aber um die Frage zu beantworten, Deutschland und Deutsche hätten sicherlich Schwierigkeiten, diese Führungsrolle zu übernehmen, diese Leadership-Rolle zu übernehmen vor dem Hintergrund der geschichtlichen Altlasten. Ja, aber andererseits habe ich auch hier nochmal eine Frage. Ich liebe die deutsche Sprache, denn da gibt es ein Wort für alles. Und ich bin sicher, da gibt es auch hier ein Wort für. Also ich meine, dieses Leadership, diese Art des Leaderships, das wir brauchen, das ist ja die Beziehung Europas mit der Welt etc. Bislang war das immer also azentrisch und sollte immer zentrisch sein. Also, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, anderen zu dienen. Das sehe ich zum Beispiel in der Technologie. Da unterhält man sich über US und China, dass die führend sind in der Technologie und die Rolle von Europa etc. Aber warum muss man denn dieses geopolitische Nullsummenspiel spielen? Das ist doch eine Dichotomie zwischen Gewinnern und Verlierern. Man könnte vielleicht eine neue Koalition schaffen. Langsam, aber sicher, nachhaltig, also richtig an den Kontext angepasst. Und da sind die Deutschen noch sehr gut. Die sind nicht sehr risikofreudig. Und das ist doch absolut gut eigentlich. Also man könnte doch jetzt auch umschwenken. Man könnte doch sagen, wir müssen jetzt nicht Fackelträger haben, sondern Leute, die vorne voranstürmen, sondern es geht darum, dass wir gute Köpfe alle zusammenbringen, Koalitionen schmieden, gemeinsam führen. Und das ist diese Art von Führungsrolle, die wir uns für Deutschland vorstellen können. Ja, da gibt es ein gutes Wort für multiperspektivisch. Auf Deutsch ist es sehr kompliziert, wird nicht häufig genutzt im Alltagsgebrauch, aber das bringt es ganz gut auf den Punkt, multiperspektivische Führungsrolle. Also bei Leading und Führen ist es sehr schwierig, auch diese Führungsrolle für sich zu beanspruchen, aber einen Prozess moderieren, ins Laufen bringen, ermöglichen, eine Plattform zu ermöglichen, aufzubauen, das ist auch sicherlich eine Möglichkeit, etwas, was unterschiedliche Köpfe zusammenbringt,
ist sicherlich eine gute Rolle und das ist ein Fazit, das wir sicherlich aus dieser Diskussion ziehen können. Aber jetzt sind wir fast am Ende angelangt, aber ohne ein abschließendes Statement kommt ihr mir ja nicht vom Haken. Denn ich kann ganz einfach sagen, wir haben so viele Themen schlaglichtartig angesprungen, aber das war wahnsinnig bereichernd, trotzdem sehr gehaltvoll. Und wenn ich diese Festivals oder Kongresse moderiere, habe ich immer eine Frage zum Ende. Was ist der konkrete Nutzen? Was machen wir im Anschluss? Das ist eher eine praktische oder konkrete Feldfrage. Ich bitte Sie, Folgendes zu beantworten, wenn es geht. Also ein solches Festival, wie wir es haben, was kann es idealerweise erreichen, insbesondere im Rahmen der Pandemie? Wie gesagt, das ist das Eröffnungspodium. Wir brauchen Motivation, aber wir brauchen auch einige Anleitungen für die nächsten 3 Tage. Was können wir hinterher mit den Erkenntnissen anfangen? Wozu? Ganz kurz, 3, 4 Minuten. Deswegen müssen wir versuchen, uns so kurz wie möglich zu fassen. Nantira. Ja, ich mache gerne den Anfang. Also, die sich eingeschaltet haben, und das ist auch eine Botschaft, die an meine Brüder, Schwester im globalen Norden geht. So wie die Welt strukturiert ist, führt das zu einem Nullsummenspiel. Also es gibt Gewinner, Verlierer etc. Es gibt Fragen der Umverteilung, aber andererseits haben wir doch genug Ressourcen für alle. Für meinen Kontinent kann ich nur sagen, das ist kein Mangel an Ressourcen, das ist nur schlechte Verwaltung, schlechte Verteilung. Und wenn wir das verstehen, dann können wir daran arbeiten. Demut ist ein ganz wichtiger menschlicher Wert. Und wenn das Festival auch nur einem oder 2 Menschen hilft, sich mit Wissen und Einsichten auseinanderzusetzen, die nicht durch den Filter von europäischen oder globalen Institutionen gelaufen ist, dann, ich meine, das ist etwas, was man intrinsisch vielleicht wusste, aber das schlägt dann eine Seite an. Und ich meine, man hört sich die Stimmen aus dem globalen Süden an, während man joggt oder wenn man kocht. Man ist offen, hört andere Perspektiven, kriegt Denkanstöße für ein neues Verständnis. Und ich denke, das ist ein moralischer Imperativ für meine Generation und für die kommenden Generationen, die nach wie vor noch die Welt gestalten. Wir müssen erstmal das verlernen, was wir gelernt haben, um etwas Neues lernen zu können. Also Kopf frei machen und neue Ideen reinlassen. Süleyman. Danke. Eine Lektion, eine Lehre, die wir hieraus ziehen müssen. Man kann ganz einfach nichts mit Fug und Recht sagen, dass man nichts tun kann. Also die Message des Festivals sollte folgende sein. Also aus den unterschiedlichsten Aspekten der Krise haben wir Folgendes gelernt. Also menschliche Solidarität habe ich bereits angesprochen. Während dieser Pandemie haben wir auch gesehen, dass es einen weiteren Virus gibt, Rassismus und Ungleichheit. Dieser Virus, also zum Beispiel der Polizist, der den Menschen umgebracht hat und er hat ihm den Atem abgeschnürt zu einem Zeitpunkt, wo wir uns mit einem Virus für unser Atemsystem auseinandersetzen müssen. Und das Gefühl der Entrüstung, der Empörung, die überall zum Tragen kam, also in Berlin, in London, überall, das ist eine Empörung gegenüber der Welt, so wie sie im Moment ist, wo die Ungleichheit nicht nur Ungleichheit ist, sondern es ist eine Frage von Leben und Tod. Die Leute, die am Virus sterben, sind in erster Linie Farbige. Und das zeigt ganz einfach, worum es bei Ungleichheit geht. Es geht nicht nur um wirtschaftliche Einbußen, es geht auch wirklich um eine Frage von Leben und Tod. Und das ist eine Lehre, die wir daraus ziehen können. Und die Kunst hat auch eine Lektion zu erteilen. Kunst ist der große Gleichmacher. Und das ist vielleicht eine Lektion dieses Festivals. Ich war wahnsinnig froh, als ich die Einladung erhalten habe und dass ich mich hier mit euch unterhalten kann. Habe oder konnte. Vielen Dank für das Abschlussstatement, Süleyman, Nikita. Ich kann nur noch mal wiederholen, was Nanjira und Süleyman bereits so eloquent ausgedrückt haben.
Und zwar folgendes. Ich habe mich bereits geoutet, dass ich mich manchmal zu lang fasse. Also es geht einmal um die Politik des Redens und des Zuhörens. Fasse ich mich jetzt kurz. Also jetzt beim Reden, ich meine, das Fest Festival ist eine wunderschöne Plattform. Also man kann unterschiedliche Stimmen hören. Aber andererseits muss man vorsichtig sein. Und das hast du auch direkt zu Anfang gesagt. Und ich meine, bloß weil man eine Plattform für Stimmen aus dem globalen Süden hat oder für Leute, die normalerweise im globalen Norden nicht gehört werden, das ist nicht automatisch Pluralisierung, Diversifizierung. Natürlich ist das wichtig, aber andererseits heißt das nicht automatisch. Es geht ja auch um die Non-Performativität der Diversität. Man tut so, als ob man denen Gehör leiht. Also bloß weil sie reden, heißt das nicht, dass sie auch gehört werden. Und das sind zwei Paar Schuhe, hören und reden. Also bloß wenn jemand redet, heißt das nicht, dass ihm auch zugehört wird. Und um das Ganze umzustrukturieren, die Welt sich neu vorzustellen, brauchen wir eine andere Kultur des Zuhörens, eine andere Ethik des Zuhörens. Und ich hoffe, das Festival wird uns achtsamer machen, dass wir besser zuhören, dass wir auch geduldiger werden für das, auch was manchmal unbequem ist, was dazu führt, unsere Kultur Positionen neu zu überdenken. Ich freue mich auf tolle 3 Tage, spannende Unterhaltungen und ich möchte nochmal den Organisatoren danken, auch für die wunderbaren Fragen, die von der Moderatorin gestellt werden und vor allen Dingen Suleiman und Nanjira auch. Das war eine wahnsinnige Inspiration. Ja, vielen Dank, Nikita. Das war insbesondere für sich entwickelnde Kultuspolitik in diesem Land. Dass all diese Abschlussstatements waren wahnsinnig hilfreich für die praktische Ebene. Und das ist sehr hilfreich. Solidarität, einander zuhören. Und auch, dass man handelt. Wer hat die Handlungsmacht, wenn es um Gleichheit geht? All diese Fragen sind Wahnsinn, haben einen wahnsinnigen Praxisbezug. Und das müssen wir insbesondere zu einer Zeit berücksichtigen, wo wir wahrscheinlich die Kürzung von Kulturetats erleben werden in den nächsten Jahren. Das wird wahrscheinlich im Rahmen der Krise, der Pandemie passieren. Und das sind ganz wichtige Abschlussstatements gewesen an dieser Stelle. Nochmal ganz herzlichen Dank an alle 3. Das war für mich persönlich ganz toll. Hoffentlich hat es euch auch Spaß gemacht und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich nochmal danken. Wir haben diese Session aufgezeichnet im Vorfeld. Hoffentlich sind die Vibes trotzdem rund rübergekommen und diese stimulierende, inspirierende Atmosphäre in der Diskussion. Es wäre ganz toll, wenn Sie auch den nächsten 3 Tagen bei uns bleiben können, uns gewogen bleiben können, insbesondere nach diesem Auftakt der letzten 45 oder 60 Minuten. So, tschüss an alle 3. Einige von euch werde ich in den nächsten 3 Tagen nochmal sehen. Und hoffentlich sehen wir uns auch bald nochmal persönlich in Berlin bei unserer nächsten Veranstaltung. Herzlichen Dank und tschüss.